In 4 Pilotregionen wird im Moment das niederösterreichische Breitbandmodell erprobt. Das Ibstal ist einer davon. Mit dem Spatenstich wurde nun offiziell der Startschuss für das Infrastrukturprojekt dieses Jahrhunderts gelegt. Ja, ich denke, wir stehen hier wirklich an einem Beginn einer neuen Epoche für Waidhofen. Wenn man sich die Digitalisierung anschaut, wie rasch die voranschreitet, dann führt über ein echtes Breitbandinternet wirklich kein Weg vorbei. Und dass wir heute hier für Waidhofen, für die Stadt nämlich auch diesen Ausbau mit der Kabel Plus hier gemeinsam machen können, das ist ein echter Meilenstein. Wir haben ja bereits vor einiger Zeit für den ländlichen Raum mit der Nögig denselben Anlass gehabt, aber dass wir auch in diesem Gebiet hier die Haushalte versorgen können, das ist einzigartig und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar und freue mich. In Waidhofen im Speziellen haben wir ein bestehendes Netz und im Zuge der Breitbandinitiative der Stadt, Digitales Waidhofen, Fiber to the Home, haben wir hier auch beschlossen, gemeinsam mit der Stadt einen flächigen Ausbau mit Fiber to the Home umzusetzen. Bis Ende 2018 wird die niederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft, kurz Nögig, ein Tochterunternehmen von EcoPlus, mehr als 5000 Haushalte und Betriebe der Region mit Glasfaseranschlüssen versorgt haben. Die Kabel Plus selbst wird das städtische Gebiet von Waidhofen an der Yps, genauer genommen östlich der Bahn, umsetzen und wird hier 1300 weitere Haushalte und Betriebe an ein Glasfasernetz anbinden können. Das bedeutet, dass mit den bestehenden Anschlüssen ca. 3000 bis 3400 Haushalte von uns versorgt werden können. Die ländlichen Gemeinden rund um Waidhofen an der Yps werden von der Firma Nögig ausgebaut. Wir werden mit der Technologie Nanotrench auf der drüberen Seite, auf der Zählerseite, die Hauptstrecke ausbauen und durch Nanotrench in dem Sinn, durch die Preissenkung, wird das ganze Projekt lukrativ werden. Bis Juni 2019 sollen die rund 1300 Versorgungseinheiten, also Haushalte und Betriebe, mit glasfaserschnellem Internet und hochauflösendem TV versorgt werden. In den 7 Gemeinden der Pilotregion Ibstal-Eisenstraße gab es jeweils mehr als 40%ige Zustimmungswerte für das Projekt. Ich bin sehr davon überzeugt, dass Glasfaserinfrastruktur gerade für ländliche Regionen, aber nicht nur, natürlich auch für städtische Regionen, wenn man beim technologischen Wandel dabei sein will, ganz, ganz entscheidend sein werden. Waidhofen ist ein Vorbild. Waidhofen ist aufgeteilt in ein Gebiet, das der Markt ausbaut, sprich die Kabel Plus. Das der Markt nicht ausbaut, das macht die Nögig. Genauso braucht diese Modelle, genau braucht es auch auf Bundesebene eine klare Teilung zwischen diesen beiden Gebieten. Und dann bin ich sehr davon überzeugt, dass wir auch rascher vorwärts kommen beim Thema Glasfaserausbau. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind eines der europäischen Schlusslichter und da braucht es wirklich eine gemeinsame Kraftanstrengung, so wie in Waidhofen, so wie in der Pilotregion Ibstal, dass wir hier Schritt für Schritt nach vorne kommen. Der Breitbandausbau in ganz Niederösterreich ist extrem wichtig für uns. Einerseits, weil damit der Wirtschaftsstandort natürlich weiterhin entwickelt werden kann und wettbewerbsfähig bleibt. Wir wollen damit auch zusätzliche Arbeitsplätze schaffen und natürlich auch die Lebensqualität weiter verbessern in Niederösterreich. Und dementsprechend braucht es die Infrastruktur dazu. Und das ist Breitband, das sind 100 Mbit, wo wir jetzt nicht nur im städtischen Bereich, sondern im gesamten Land natürlich diese Infrastruktur legen wollen. Ist eine große Herausforderung, weil Monsterprojekt, Niederösterreich ist das größte Bundesland, der private Markt konzentriert sich auf die Bereiche, wo sie selbst natürlich positive Geschäftsanbahnung machen können und wir haben uns zur Verantwortung gemacht, dass wir auch die ländlichen Gebiete natürlich, dort wo es für den privaten Markt kein Geschäft gibt, dass wir diese Gemeinden und Regionen versorgen, das ist unsere politische Verantwortung, um weiterhin natürlich aktiv zu sein und wettbewerbsfähig zu sein. Für die Umsetzung wurde vom Land ein Sonderbudget von 5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.